Leute, die in der 30er Zone 30 fahren, sind für mich die größten Hurensöhne. Jemand, der in der 30er Zone 30 fährt, ist das ist Deutschland. Du wirst in Deutschland dafür bestraft, dass du in der 30er Zone meinetwegen jetzt zu schnell fährst. Okay. Jetzt frage ich euch aber mal alle wirklich hier, was ist mehr geisteskrank? Jemand, der in der 30er Zone vielleicht 40 fährt oder jemand, der 30 fährt? 30. Der ist nicht behindert. Safe. Versteht ihr, was ich meine? War halt scheiß Situation, die arme Frau, ja, fährt in der 30er Zone 50, die Hurentochter.